Magst du dich noch erinnern an Anfang der Pandemie, wo wir alle zusammen hier auf dem Balkon gestanden sind und für die Pflegenden geklatscht haben, die sich in den Spitälern wirklich den Arsch umgerissen sind? Ich meine. Ja, rate mal, wenn das diese Klatschaktion mal wirklich so gar nichts genützt hat, den Pflegenden. Trotzdem ist die VG eine der beliebtesten Lehren im Kanton Luzern bei jungen Frauen. Ja, es ist ein Fakt. Dazu kommt, dass sich auch mega viele Leute noch entscheiden, eine Weiterbildung auf diesem Beruf zu machen und zum Beispiel eine höhere Fachschule anhängen, die sogenannte HF. Da frage ich mich schon, wieso? Kim kann uns das erklären. Ich treffe mich mit ihr nämlich bei ihr zu Hause. Ich habe mich immer schon für Medizin interessiert und das ist auch mega verborgen, weil viele eigentlich nicht mehr denken, ja, es ist, du gehst ja nur waschen, du gehst ja nur den Leuten helfen, aufs WC begleiten und so. Und das ist es völlig nicht und ich habe nie gedacht, dass man so viel mehr mit Infusionen, mit Medikamenten, dass man das alles machen kann und darum habe ich mich für VG entschieden. Ich liebe vor allem den Kontakt zum Mensch. Ich habe mal eine Patientin betreut. Ich habe die ganze Entwicklung von dieser Patientin mitbekommen. Ich habe gesehen, wie sie gekommen ist. Und am Schluss, bevor sie dann gegangen ist, hat sie dann auch einen Brief geschrieben, wie dankbar sie ist für mich. Ich finde einfach so die schönen Erlebnisse. Das ist mega, es prägt einem, sage ich. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. 4 von 10 Leuten gehen ja aber vorzeitig wieder aus dem Beruf. Wieso bleibst du? Ich bleibe, weil ich mega, mega gerne mit Menschen zusammenarbeite. Aber ich habe sehr viel erlebt, dass man halt sehr streng hat, wegen dem Personalmangel. Die Pflegeinitiative wird eigentlich verhindern, dass fast die Hälfte von allen Pflegenden frühzeitig den Beruf verlässt. Die SBK setzt sich zum Beispiel für die Pflegeinitiative ein. Sie haben sie nämlich auch mitlanciert. Und ich habe jetzt einen Zoom-Call mit Miriam Rittmann. Sie ist Präsidentin der SBK Zentralschweiz. Grüezi, Frau Rittmann. Wieso braucht es die Pflegeinitiative aus Ihrer Sicht? Also wir haben eigentlich schon lange auf den Personalmangel im Pflegebereich aufmerksam gemacht. Wir haben mehrere parlamentarische Vorstöße gemacht, also mit Politikern geredet, dass wir Rahmenbedingungen anpassen und wir haben nie ein Gehör gefunden. Und darum haben wir dann eigentlich das letzte demokratische Mittel in Anspruch genommen. Das ist eine Initiative. Was wird denn die Pflegeinitiative konkret verändern? Grundsätzlich muss man sagen, haben wir einfach 4 Forderungen. Einerseits ist, dass man in die Ausbildung investiert. Dann ist es wichtig, dass wir bessere Arbeitsbedingungen haben, weil das lohnt sich nur mit Ausbildung investieren, wenn nachher auch die Leute im Beruf bleiben. Die dritte Forderung ist ja eigentlich, dass man eigenständig Leistungs abrechnet. Und dann möchten wir, und das ist eigentlich ganz eine zentrale Forderung, eine angemessene Entschädigung von diesen Pflegeleistungen. Es gibt ja auch einen Gegenvorschlag für die Pflegeinitiative. Der beinhaltet gewisse Punkte schon. Wieso reicht das denn gleich nicht für Sie? Der Gegenvorschlag fokussiert ja ganz fest auf die Ausbildungsoffensive. Das nützt nur etwas, wenn am Schluss auch die Arbeitsbedingungen stimmen, damit die Leute im Beruf bleiben. Und darum sagen wir, es reicht nicht. Anderer Meinung ist aber der Thomas von Almen. Er ist der Präsident der Jungfreisinnigen Luzern. Für ihn, für das Parlament, aber auch für den Bundesrat geht die Pflegeinitiative nämlich zu weit. Und darum gibt es jetzt einen Gegenvorschlag. Falls die Initiative am 28. November abgelehnt werden würde, wird der Gegenvorschlag wie automatisch in Kraft treten. Ich frage mich einfach, wie weit geht der Gegenvorschlag? Was steht da genau drin? Und wieso ist eigentlich der Thomas gegen die Pflegeinitiative? Das wollte ich jetzt von ihm wissen. Wieso bist du gegen die Pflegeinitiative? Ich bin gegen die Pflegeinitiative, weil wir von der Jungfreisinnigen das Gefühl haben, dass einzelne Berufsgruppen in der Verfassung keine Sonderstellung bekommen sollten. Es geht eigentlich also in dem Fall vor allem um den Aspekt, dass es in der Verfassung eingetragen wird. Ja, die Spitäler oder die Heime sind heutzutage in den Zuständigkeiten der Kantone. Also wenn die Initiative durchkommt, muss das Parlament darüber entscheiden, wie viel Pflegebedürftige die auf einen Pfleger zukommt, wie viel der Minimallohn ist. Alles in einem Topf wird das wieder 3-4 Jahre gehen, bis man da eine Gesetzesvorlage hat. Und darum ist es einfach mit einem Nein viel effizienter in der Pflege geholfen. Es geht aber auch weniger weit. Genau, es sind 4 Punkte, die die Initiative fordert. 2 Punkte nimmt den direkten Gegenvorschlag auf. Erstens, dass man 1 Milliarde in den nächsten 8 Jahren in die Ausbildung investiert. Und zweitens geht es darum, dass die Pflegenden selber direkt mit der Krankenkasse können abrechnen können. Und die 2 Punkte, die er nicht aufnimmt, eben die Arbeitsbedingungen und die Löhne, das muss weiterhin Sache der Kantone bleiben. Du hast aber schlussendlich das letzte Wort. Am 28. November stimmt nämlich das Schweizer Stimmvolk über die Pflegeinitiativen ab. Und egal ob ja oder nein, gehen einfach auf jeden Fall abstimmen.